Last time ist die Lösung Gewalt. Kaum kommen wir wieder in den Chat, kommt sowas. Nächstes Spiel, Raimon Junior High. Was ist die Polizei? Jetzt wird's zu einem GTA-Spiel. Life is complicated. I killed people, smuggled people, sold people. Perhaps here, things will be different. We are all looking for that special someone. Zu Minecraft 6, das würde mich schon interessieren, wie das ausschauen wird. Wir werden ein Fußballspiel spielen. Viele hier immer sagen, wir werden ein Fußballspiel spielen. Aber das passt sowieso, dass ich jetzt so im Reden drinnen war. Weil das soll ja auch hier ein Nostalgie-Let's Play werden, nicht? Also so wie früher. Und was habe ich denn früher gern gemacht? Solche privaten Sachen dauernd erzählen. Ich versuche jetzt mein Bestes, nicht zu viel zu verraten. Weil das finde ich auch ein bisschen unangebracht. Aber dass wir jetzt mal so eine kleine Phase gehabt haben, fand ich jetzt gar nicht mal so unpassend. Was macht ihr hier? Alles für mein Löwe, mein Bär. Sucht euch ein Zimmer, ihr beide. Bin noch nicht bereit, zurückzutreten. Ich trete dich gleich. Ich habe von dem Besten gelernt, das Treten. Es ist Zeit für ein Fußballspiel. Ja! Und Aaron levelt mir hier gerade gefühlt davon. Aber so ist es nun mal bei den hellen Sternen. La 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 la. Okay. Wir haben Gold Jalo Lang Bubao bekommen. Echt so, Wanne, nicht so negativ. Was sind das für Negativfarben? Du bist selber negativ. Einfach positiv sein. Warum musst du gleich heulen? Bin ich so wunderhübsch geworden? Rot. Wie blöd. Dann würde ich sagen, ein Kanimani rauslassen, okay? Boah, der ganze Stream negativ? Was habt ihr mit negativ? Seid nicht immer so negativ eingestellt. So, ein Level up. Yes. Du siehst aus, als wärst du bereit für ein Spielchen. Alle Mann an Deck. Hier ist weit und breit kein Wasser. TV! My boy! Ich weine seit meiner Geburt. La la la, tolle Teamarbeit. Wir sehen uns später, Peter. Wie nennst du hier Peter? Unser Team könnte niemals in einem Spiel verlieren. Feindliche Kräfte entdeckt. Vernichtung sofort durchführen. Okay, übertreib mal. Da, 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 da. Und richtig in die Phrasen gegeben. Yeah. Da, da, da. Ich höre schon auf. Ich versuche aufzuhören. Okay. Seid ihr sicher, dass ihr dies tun möchtet? Ich werde euch mit einem Trick versenken. Schon wieder das Treten. Warum ist alles so treten? Mich hat übrigens auch so ein kleiner Blobs mal getreten. Hat versucht, so unabsichtlich erscheinen zu lassen. Als wäre er jetzt gestolpert und hat mir dann so richtig auf Schienbein getreten. Wie so ein kleines Kind. Und ich rede wieder über jemand, der über 10 Jahre alt ist. Das muss man auch ein bisschen dann in der Arbeit mit Humor nehmen, das Ganze, weil wenn du sowas persönlich dann nimmst, warum? Das ist so ein kleines Kiddie, was sich wie ein noch kleineres Kiddie benimmt und sowas nimmst du dann persönlich, da hast du ja nichts davon. Speaking of Krankenhaus. Fühlst du die Schmerzen oder Beschwerden? Wenn nicht, lass uns Fußball spielen. Aber ich wollte gerade ein Thema ansprechen, wo ich jetzt sagen möchte, dass ich Schmerzen fühle. Aber meine Nase ist halt immer noch zu, was auffallend ist. Und ich merke halt jetzt so in letzter Zeit, dass mein Zahn jetzt immer wieder Beschwerden macht. Fun Fact, ziemlich genau ein Monat nach dieser Live-Let's Play-Session bin ich heute, wo ich diesen Part hier bearbeite, aus dem Krankenhaus zurückgekehrt mit einem Operationstermin für meine Nase. Und demnächst wird auch mein Zahn gezogen.
Yay. Einfach nur scheiße, das Ganze. Ich kriege nie irgendwie eine Pause, Gefühl vom Leben. Du unterschätzt mich, weil ich eine Brille trage. Du mit deinem Komplex, geh weg. Schon im ersten Satz seinen Komplex offenbart. Und Leute, ich hoffe mal jetzt im Chat, ihr seid bereit für einen wunderbaren Moment. Es ist jetzt wieder ein bisschen ruhiger geworden, im Gegensatz zu von vor ein paar Minuten. Aber wenn ihr aktiv werdet, dann müsst ihr jetzt langsam wieder hier Richtung Gameplay schauen. Weil wir werden jetzt den allerbesten Charakter ever sehen in Inazuma Eleven. Also, spürt ihr die Vorfreude? Wir haben eine begehrte Brille bekommen. Und mit dieser Brille werden wir zu meinem Buddy gehen. Die Fehlausrichtung meiner Brille war die Ursache für die Niederlage. Immer alles andere schuld. Wir machen einfach Hausfriedensbruch hier. Weil hier, da ganz hinten, ist mein Buddy. Oh, look at him. Ihr werdet durch unsere Fußballfähigkeiten einen Stromschlag bekommen. Willst du es wagen? Du kannst mir jederzeit Stromschläge geben. I don't care. Und vor allem war er noch so ein Bro und hat Fußball gesagt. Oh, oh yes, look at my boy. Mit seinen Geschwistern. Wir haben Ocho. Er ist sehr nahe. Yeah. Let's go. It's swapping und Ocho time. Yes. Hey, Gumbel, komm doch rüber, dann kicken wir ein bisschen. Ja. Und? Kommen die mir bekannt vor? Nee. Aber die haben auch so blond-schwarze Strähne. So wie ich, ne? Keine Ahnung, warum, wie ich darauf kam. Irgendwann habe ich halt angefangen mit blonden Strähnen, weil ich mag blond. Du da! Lauter Pokémon-Typies. Sind denen die Texte ausgegangen, oder was? Goldgewitter. Juhu! Eigentlich, was ich euch zeigen wollte, ich habe endlich diesen Lightning-Dings. Ich habe endlich das Item. Sehr lange hat es gebraucht, bis ich endlich diese Drachenhandschuhe bekommen habe. Nötig oder so. Ocho! Ich muss dich anwerben. Wie kann man dich anwerben, Ocho? Ne, ihr da, wollt ihr Fußball spielen? Los, mir jucken schon die Stollen. Wie können dir die Stollen jucken? Aber mir egal, Ocho. Ocho, ich hab dich lieb. Ja, mit deinen Geschwistern wahrscheinlich. Ach, Ocho, ich hab dich vermisst. Du bist ein Muss hier, ne? Ocho, sowas. Ihr habt ja eingeschlagen wie der Kugelblitz. Versteht ihr Blitz und das sind die... Aber der trifft auch keine zwei Tore oder sowas. So, sorry, ich muss nachsehen. Mein Ocho, Ocho, Ocho. Ocho, Ocho, Ocho. Kopierung, Fragezeichen. Warum? Warum denn? Aber der gleiche Eintrag wie immer. Wir können ihn betrachten. Yay. Tschüss. Ich möchte ihn aber anwerben, aber... So, hallo, Ocho. Oh, zwar das gleiche an, aber endlich bist du da, Ocho. Ich hab dich vermisst. Blitzausbruch. Ocho, auf Ocho ist immer Verlass. Und diesmal mit Soul und Lucien. Wie auch immer. Auf geht's. Ja. Yeah. Und wenn die Kugel nicht reingeht, ja, denke ich mir auch. Auch wenn es noch nicht so viele Punkte hat. Ocho hat jetzt nicht die besten Juice-Kraft-Dings, ne? Aber gut gemacht. Sowas möchte ich sehen. Euer Fußballstil. Echt cool. Genauso wie du. Unser richtiger Bro, der hat uns jetzt schon zweimal Fußball gegeben. Habe ich doch gesagt. Bester Charakter ever hier. Wenn du einen Spieler mit einem hohen IQ suchst, solltest du dir die Außenseite ansehen. Ich wusste gar nicht, dass Ocho zu dieser Brigade gehört. Wenn er überhaupt hier ist. Ja. Look at him.
Ich brauche noch eine Silbermünze, aber... Oh, oh, my boy! My boy! Look at him! Der wirkt wie ein Junge halt. So ein Erstklässler, Zweitklässler, von mir aus auch ein Drittklässler. Aber er hat Fragezeichen. Warum ist er ein Mysterium? Und seine ganze Family sah auch so Fragezeichen, ne? Imagine, die Lightning Family, das sind eigentlich keine Menschen, sondern, ne, Blitz ist ja wichtig in Inazuma Eleven. Was, wenn die nur so eine Wiedergeburt von einem Blitz sind? Ich denke, es ist sehr gut möglich, dass wir einen Kampf gegen euch gewinnen. Probieren wir es? Sind alles Götter. Ja. Sind wahrscheinlich die Kinder von Zeus. Deswegen auch Lightning und so, nicht? La, 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 la. Warum haben wir nicht gewonnen? Das muss ein Irrtum vorliegen. Laber nicht, du Labersack. Jo. An dich kann ich mich auch erinnern. Gibt es ein Spiel für diejenigen von uns mit der sportlichsten Kraft der Welt? Zeigst du mir eure Kraft? Wusch. Let's go. Ihr habt uns mit eurer Leidenschaft für Fußball geschlagen. Nicht schlecht. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So. Bevor ich aber switche, glaube ich, ist das Beste für die heutige Session, der letzte Kampf, den wir haben, nochmal gegen die Ocho. Ich nehme jetzt schon eine Stunde wieder auf. Nur mit Kämpfen. Ja, das zieht sich jetzt ein bisschen hin, nicht? Hallo, Ocho. Wie geht's? I'm rettig vor another Stromschlag. Please. So. Ich möchte jetzt aber mal mit Erwin gegen Ocho. Ich brauche das jetzt gerade in meinem Leben. Also gib mir das. Yeah. Look at them. Both. No, Ocho, komm. Nicht weg da. Beweis dich, please. Oh no. So. Ja. Jetzt hast du sogar Unterstützung bekommen. Halte mich auf, Ocho. Du schaffst das. No. Okay. Ich hab's versucht. Aber er hat nichts gegen die Schallmauer-Schokolade. Kritisch. Kritisch! Wow, ist ein Lappen. Du bist ein Lappen. Lass mein Ocho in Ruhe. Yeah. Einen rostigen Anhänger haben wir von ihm bekommen. Und Kaffee. Wahrscheinlich war der Anhänger im Café drinnen. Ist echt cool, ja. Ich denke mir dann immer so, er kommt eigentlich aus der Kirkwood-Gegend, ist dann hierher gezogen, in die Nähe davon Ricardo, und dann lebt er jetzt mit seiner 100-köpfigen Familie hier in so einer Villa. Und anscheinend ist er auch klug, wie ich hier raushöre. Der ist aber auch Fragezeichen. Sind das alles Fragezeichen? Langsam ist das creepy hier. Oder züchtet hier Ricardo als Genie irgendwas? Will er die Weltherrschaft an sich reißen und züchtet jetzt hier gerade einen merkwürdigen Spieler nach dem anderen. Und jetzt könnte viel Fußball auf uns warten. Ich hoffe, ihr seid rettig dafür, weil wir werden jetzt die Schule erkunden. Und das holen wir jetzt natürlich alles nach. Ich hab Bock jetzt drauf. Und da kann jetzt sehr viel Fußball auf uns warten. Technikanleitung erhalten, Langstreckenflieger. Ja. Ricardo war so fett ab von der neuen Eleven, dass er sich eine eigene Mannschaft züchten wollte. Hey, mit denen haben wir, glaube ich, noch gar nicht gelabert. Wir haben da generell noch nicht mit den Leuten gelabert. Was laber ich denn hier? Wir haben Harmonie-Armband bekommen. Das ist ja nicer, dicer. La, 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 la. Oh nein, er fängt wieder an mit dem Singen. La, 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 la. Was eine wundervolle Darbietung, ich weiß. Die Pose dieses Jungen ist so cool. Hast du gehört, du bist so cool.
Ich arbeite an einer coolen Pose. Du stehst mir im Weg. Schreit wieder so danach, was ich wieder in meiner Arbeitszeit so beobachte. Da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, wie man dasteht und dann dieses Macho-Gehabe von so kleinen Stöpseln, die sowieso noch grün hinter den Ohren sind. Man muss es für sich immer mit Humor nehmen, nicht? Und so betrachten. Die meinen voll Macho-Gehabe auf, nerven einen, nerven andere, aber in Wirklichkeit sind sie eben noch kleine Rotschlöffel, die jetzt irgendwie meinen, dass sie cool sind. Alle Noten perfekt getroffen, danke, danke. Und das dann vom Maestro, höchstpersönlich. Ich fühle mich geehrt. Wenn ich auf alle so herabschaue, fühle ich mich besser. Ich glaube, da entwickelt jemand gerade einen Kink. Hin und wieder höre ich eine bezaubernde Stimme aus dem Musikzimmer. Das war ich. Hast mich gehört. Es ist eine klare Stimme mit einem vertrauten, klaren Ton. Passt zu mir. Und einen irgendwie melancholischen Klang. Meins ist nur happy. Wessen Stimme ist das? Eine grandiose Stimme. Wie die einfach mich in das Spiel eingebaut haben. Ich fühle mich geehrt. Level 5. Dankeschön. Ah, ich liebe den Weltraum. Ich bekomme einen Nervenkitzel, wenn ich nur an die Bücher denke und so. Laut der Enzyklopädie. Da steht Klo drin, ist das nicht lustig? Das ist das Lustigste, was je auf der Welt passiert ist, Klo. Enzymklo. Langsam erreichen wir das Niveau von meiner Klasse. Seit langem konnte ich den Mond nicht mehr sehen. Schon wieder der Mond! Was ist mit dem Mond? Das bedeutet, dass schlimme Dinge passieren werden. Ich verstehe es nicht. Immer dieser Mond. Man muss herausfinden. Szenerie, 4. Klasse, Sexualkontrolle. Janik. Hahaha, er hat Felix gesagt. Danke, danke, ich weiß, Comedy Gold. Ich hatte auch schon so Momente, wo ich einfach nur das Wort groß gesagt habe und dann schon angefangen hatte, das Gelächter. Hihihi, groß. Das ist nicht mal im Kontext von Sexualkunde oder irgendwas in die Richtung, sondern einfach nur das Wort groß oder Ding. Ach, ich sehe, die sind beide rot angelaufen. Da muss ein Geständnis gewesen sein. Du hast auch nichts Besseres in deinem Leben zu tun, oder? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber deine Hose ist offen. Ah, das ist so peinlich. Ja, peinlich ist es. Ich habe auch einmal erlebt, als ich dann von der Arbeit so nach Hause gekommen bin, dann die Hose ausgezogen und da habe ich gemerkt, ich habe vergessen, da das hochzutun. Also kann sein, dass ich mal so gearbeitet habe. Aber keiner hat mich darauf angesprochen. Keiner hat irgendwie gelacht. Mein Traum ist es, Lehrer zu sein. Deshalb übe ich jeden Tag nach dem Unterricht auf der Bühne zu stehen. Werd einfach Let's Player, dann hast du's raus. Noch ein Schläfer. Raus auf den Flur. Oh Gott. Wegen dem willst du Lehrer werden. Wie ist das? Habe ich mich angehört? Es braucht viel Arbeit, um so gut zu werden. Aber jetzt geht es. Das ist die Kraft, mal einen Traum anzustreben. Traumzukunft. Ja, okay. Aus solchen Gründen Lehrer zu werden, weiß ich ja nicht. Ihr wart in diesem Freundschaftsspiel schrecklich. Gebt euer Bestes, um den Namen des angesehenen Fußballclubs nicht zu beschmutzen, okay? Ja, halt die Klappe. Dann ist das Football von dir endlich vorbei. Es hindert mich daran, meine Lieblingssendung zu schauen. Sucks to be you. Verlass das Klassenzimmer nicht in Unordnung, um Himmels Willen. Das fühle ich auch. So was fühle ich. Dass dann immer das Klassenzimmer so ausschaut und dann gibt's immer ein paar besondere Kandidaten, die absolut keine Ordnung haben in ihrem Leben. Oh, was für ein wundervolles Klavier. Ich bin sicher, die Person, die es spielt, muss auch schön sein. Bezweifle ich. Was soll das heißen? Jandiorg! 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 Große Trommel. Wir üben für einen Wettbewerb. La la la, Xylophon. Ah, wo sind die Klassenräume für den Förderunterricht? Nicht hier. Verpiss dich.
Warum so unnett zu mir? Mögt ihr faule Mandarinen? Mein Lehrer mag Mandarinen im fast faulen Zustand. Hä? Was laberst du? Was für Mandarinen? Meine Freunde und ich haben beschlossen, eine Band zu gründen, aber ich treffe keinen Ton. Ich habe mir einen Plan ausgedacht. Wenn es soweit kommt, müssen wir einfach als Gruppe zusammen singen. Ich bin ein Genie. Ja, ob ihr da soweit kommt mit der Einstellung, weiß ich ja nicht recht. Ich habe es ja nicht Tickets für das KP-Girls-Konzert. Nicht die KP-Tante schon wieder. Du weißt nichts über die KP-Girls, sie sind nationale Idole. Ich musste die ganze Nacht durchmachen, um Tickets für das Konzert zu bekommen. Aber ich habe es irgendwo verloren. Wohin in aller Welt ist es hin? Das beliebte Idol. Es ist ein bisschen störend. Woher kommt die Stimme? Das bin ich. Wer hat das gesagt? Ja, ich. Hörst du das auch? Irgendwer spricht gerade zu mir. Ich glaube, die hat sie nicht mehr alle. Die faulen Mandarinen, genau. Ich habe ja eigentlich noch nicht offiziell irgendwie eine Bezeichnung für meine Community, ne? Ich bin ja so ein richtig hipper und koraller Let's Player und Content Creator. Und sowas fehlt ja nicht. Jeder Content Creator muss seine Community irgendwie bezeichnen, damit man Vertrauen erweckt und damit die ein Zugehörigkeitsgefühl haben. Also, wie soll ich meine Zuschauer nennen? Die faulen Mandarinen? Vielleicht. Ich möchte ein super Fußballspieler und ein Kommentator sein. Aufgrund der Raimon-Mitglieder in Inazuma Japan gibt es mehr Bewerber für den Fußballverein. Ich habe noch keinen Namen für meine. Du hast ja auch gerade angefangen. Ich mache diese ganze Sache schon 10 Jahre lang und habe immer noch keinen Namen. Aber irgendwas Unterwassermäßiges. Wenn ich eine Community hätte, würde ich sie kaum Guardian sein. Supportig. Kampfin werden Content Creator. Ich möchte, dass das Realität wird. War das eine Community? Es wäre schön, wenn sich diese exquisite Süßigkeit in der Einkaufsabteilung verlaufen würde. Ja? Du weißt nicht, wovon ich spreche. Du weißt nicht, welchen Laden in Einkaufsbüro man sie kauft. Diese Fluffe, doch kostbar. Du denkst, es wäre kostbar, aber es hat eine exquisite Süße, die anhält. Und natürlich haben sie wenig Kalorien. Du hast so viel, weil du sie noch nie probiert hast. Die ist ja richtig in diesem Thema drinnen. No, 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 no. Ich wünschte, jemand mit Fieber würde auf die Krankenstation kommen. Oh, tu so, als hättest du das nicht gehört. Was soll das schon wieder heißen? Will die jetzt mit Absicht, dass hier die Schüler krank werden? Fliegebett. Wow, wir werden es nicht rechtzeitig zur Schule schaffen. Zudem habe ich noch etwas vergessen. Soll ich zurückgehen oder soll ich es so hinnehmen? I don't care. Da habe ich auch das Gefühl, man kann auch als Lehrer sich über so viele Dinge aufregen und da denke ich mir, ist es das wirklich wert? Wir hatten ja letztens Englisch das Thema gehabt. Da kommen auch immer wieder oft Schüler ohne ihre Bücher daher und ich denke mir, ist da ein Problem, dann lernst du halt nichts in Englisch. Mein Freund und ich habe vor 10 Jahren das Football von Tier gesehen. Es fühlt sich nostalgisch an, das Football von Tier zu sehen. Football, Football, Football. Jetzt fragst du dich, wie alt ich bin, nicht wahr? I don't care. Okay. Mein Lehrer ist besorgt. Überall auf der Welt ist Fußball auf dem Vormarsch. Das gefürchtete Fußball wird die Weltherrschaft an sich reißen. Aber unsere wichtigsten Tests stehen jetzt vor der Tür. Das sind wichtige Tests, die sich auf die zukünftige Karriere auswirken können. Werden wir es schaffen? Mein Lehrer ist besorgt. Wichtiger Test. Sehr wichtig. It's time for another spin! Let's go!
Was wartet als nächstes? Es wird was Kreatives. Wir werden, wenn ich mal Zeit habe, jetzt habe ich eh sehr viele kreative Aufgaben, die ich eigentlich schon mal erledigen müsste, aber wir werden irgendwann in den nächsten Monaten, spätestens im Sommer, wenn schon das ganze Let's Play-Gefühl vorbei ist, einen Galaxy-Pause- und Offline-Screen für Streaming machen. Heißt, nicht nur für das Let's Play, sondern allgemein. Ich habe ja jetzt eigentlich nichts. Einfach, wenn man eine Pause machen möchte, so ein Übergangsdings, nicht? Und das wird jetzt Galaxy-themed werden. Dann kommt der nächste Spin, Leute. Was erwartet uns dieses Mal? Das Schicksal sagt... Eine Technik bekommen wir. Juchel, Technik. Ist das nicht gut?